Am Ball in weißer Spielkleidung. Hier haben wir Jürgen Klinsmann. Begann diese Partie ausgesprochen vorsichtig. Lediglich Klinsmann in der Spitze. Hier wieder gefault von McLeod. Vorwiegend übernahm Thomas Helmer die Bewachung des Stuttgarter Torjägers. Ansonsten waren für Stuttgart Immel und Allgöber mit dabei. Und Karl Allgöber, hier sehen wir ihn, legt sich den Ball zurecht für diesen Freistoß zur Entfernung. Etwa 25 Meter. Und De Beer muss sich da schon ganz schön strecken, besteht die erste Bewährungsprobe, gespielt waren 5 Minuten. Stimmung war genügend da, 25.000 Zuschauer machten ausreichend Lärm und unterstützten die heimische Borussia. Daniel Simmes, imponierend, wie er sich hier aus der Umklammerung befreit, für Norbert Dickel in der Sturmspitze, bedient hier Kutowski, aber Schäfer verhindert da Schlimmeres. Rettet zum Eckball, aber die meisten Eckbälle waren eine sichere Beute für Immel und seine Vorderleute. So rann die Zeit dahin, Borussia Dortmund mit optischen Vorteilen. Aber wenn es ganz energisch nach vorne ging am Strafraum, da war meist Endstation. Der beste Angriff nach etwa 18 Spielminuten. Kleppinger, der viel nach vorne brachte. Und dann Mill, und da wirft sich ihm Schäfer entgegen, verhindert eine mögliche Dortmunder Führung. Viele Zweikämpfe, Schiedsrichter Theobald musste da schon genau hinschauen, um zu entscheiden, ob Foulspiel oder nicht. Aber es war insgesamt eine doch faire Partie, lediglich eine gelbe Karte für Jürgen Hartmann in der ersten Hälfte. Zahlreiche Eckbälle auf Dortmunder Seite. Dann hier Handspiel von Karl Allgöver, gesehen von Schiedsrichter Theobald, und Freistoß für Dortmund. Frank Pagelsdorf, aber Eike Immel zeigt da seine ganze Klasse, lässt sich da von Pagelsdorf nicht überraschen. Dann einer der gefährlichen Konter auf Dortmunder Seite, Frank Mill, und er fordert hier ganz stürmisch Strafstoß, debattiert auch mehrere Sekunden mit Schiedsrichter Theobald, aber ich glaube, der Unparteiische entschied hier zu Recht kein Strafstoß. Schauen wir uns die Zeitung an. Zietsch trifft meiner Meinung nach voll den Ball, richtig also die Entscheidung des Unparteiischen. Dann einer der wenigen Konterangriffe der Stuttgarter und ein sehenswerter Schuss, eine Direktabnahme von Karl Allgöver. Und es heißt 0:1 nach 36 Spielminuten durch Karl Allgöver. Vorbereitet dieser Treffer von Klinsmann, der sich hier gut befreit von seiner Bewachung. Und ein toller Schuss und keine Abwehrmöglichkeit für Wolfgang De Beer im Tor von Borussia Dortmund. 0:1 also der Spielstand. Und die Stuttgarter setzten nach. Während Dortmund jetzt doch alles nach vorne warf, wieder Kontermöglichkeit. Gaudinho. Hartmann ist mitgegangen. Feiner Trick. Und dann ist wieder Karl Allgöver da und schießt übers Tor. So bleibt es nach 45 Minuten bei der knappen Stuttgarter Führung. In gleicher Formation begannen beide Teams die zweite Spielhälfte. Eckball für Stuttgart. Unsicherheit in der Dortmunder Abwehr, die den Ball hier nicht unter Kontrolle bringt. Und plötzlich Möglichkeit für Michael Schröder, das 2:0 zu markieren. Und da schimpft De Beer zu Recht mit seinen Vorderleuten, die ihn da doch ein ums andere Mal im Stich lassen. Dann wird Thomas Helmer bedient. Und schauen Sie sich diesen Schuss an. Wie an der Schnur gezogen. Eike Immel konsterniert. Der Ausgleich völlig überraschend. Durch Thomas Helmer, der in Mostar schon ein Riesenspiel machte als Vorstopper. Heute den Verletzten der Kupe wieder hervorragend vertrat. Und Eike Immel zeigt hier keine Reaktion, vielleicht sah er den Ball auch viel zu spät, da gab es nichts zu halten. Jubel beim Dortmunder Anhang, 1:1. Und die Stuttgarter minutenlang überaus nervös, Borussia Dortmund mit zwei weiteren hervorragenden Angriffen. Michael Lusch ist das. Mierwald greift zu spät an, Raducanu hat die Möglichkeit zur Führung für Dortmund.
Dann ein Büchsenwurf in den 5-Meter-Raum von Eike Immel. Immer wieder gibt es Rabauken, die auf dem Sportplatz eigentlich wirklich nichts zu suchen hat. Beide Trainer nutzen die unfreiwillige Pause zum Wechsel. Michael Lusch geht hinaus auf Dortmunder Seite. Adrian Spörker kommt ins Spiel. Noch Ari Hahn wechselt. Bringt Alexander Stremel für Gerhard Poschner. Der 11. Eckball für Dortmund. Noch einmal fliegt ein Gegenstand in den Strafraum von Eike Immel. Und Schiedsrichter Theobald kündigt dann noch einen Wurf und ich breche das Spiel ab. Hektische und aufregende Momente in den nachfolgenden Minuten im Stuttgarter Strafraum. 12. Eckball von rechts und gefährliches Spiel von Karl Algöver. Freistoß an der 16-Meter-Linie. Wieder nimmt Thomas Helmer Maß und da gab es für Eike Immel aber auch gar nichts zu halten, denn ich glaube, Jürgen Klinsmann war es, der den Ball ganz unglücklich noch abfälscht ins eigene Tor. 2:1, wieder erfolgreich Thomas Helmer. Und nun reagiert Ari Hahn, bringt endlich Fritz Walter, der bis dahin auf der Bank saß, nimmt Wirwald hinaus und Stuttgart setzt alles auf eine Karte und die Dortmunder würden förmlich zum Toreschießen eingeladen. Frank Mill Kopfball, hervorragend bedient von Daniel Simmes, der viel lief, aber unentschlossen war im und am Strafraum des Gegners. Dann 2 Minuten vor Schluss. Schäfer, Kopfball vom Libero und es heißt durch Zietsch 2:2. Rainer Zietsch markiert also den Ausgleich. Wenn man resümiert, kein großes Spiel in Dortmund mit allerdings spannenden Momenten und ein leistungsgerechtes 2:2. Zwischen Borussia Dortmund